Wurde heute geliefert. Ich hoffe, Rot gefällt dir. Ich hasse Rot, verdammt nochmal, sagte meine Lieblingsfarbe. Oh, Darling, das ist erst der Anfang. Ich werde dich rundum verwöhnen. Das musst du nicht. Ich möchte aber. Sie lehnte sich zurück und ich wusste, dass ich mir die Schlüssel verdienen musste. Ich ging die Treppe hinunter und Jordan kam mir entgegen. Er trug ein Silbertablett mit einem dicken Stapel Briefe. Ich sagte, Rechnung? Fanpost. Was? Ihr Publikum schreibt ihr jeden Tag. Woher wissen Sie so genau, dass es ausschließlich Fanpost ist? Weil ich die Briefe selbst geschrieben habe. Am darauffolgenden Abend sollte ich zu Arsling kommen. Sie hatte mir einen irischen Abend versprochen. Wie sieht sowas aus? Naja, du trinkst Black Velvet, isst Irish Stew, hörst Clannad und gehst mit einem irischen Mädchen ins Bett. Klingt toll. Ist es auch. Am Nachmittag ging ich einkaufen. Zeit, ein bisschen Kohle auf den Kopf zu hauen. Erstmal in die Stadt. Da gibt es einen Juwelier direkt in der City. Chris Brady. Der Inhaber und ich kennen uns seit Ewigkeiten. Er hat was von Errol Flynn. Ein eleganter Mann mit viel Charme. Er empfiehlt mir Bücher, die ich lesen sollte. Als ich noch sowas wie ein braver Bürger war, hatte Chris immer ein bisschen was für meine Bildung getan. Dann war ich auf Abwege geraten. Zuerst erkannte er mich nicht, dann... Mitch. Kein anderer. Er kam um den Tresen herum, umarmte mich herzlich. Wenn ich eins nicht bin, dann umarmbar. Da, wo ich aufgewachsen bin, verliert man seinen Arm, wenn man damit einen anderen Mann berührt. Er sagte, ich freue mich, dich zu sehen. Das glaubte ich ihm. Ich erzählte ihm von Arsling und meinen Hochzeitsplänen. Er sagte, ich weiß genau, was du brauchst.